Ground Control. Boah. Er ist doch ganz gut geworden. So, einen wunderschönen guten Morgen hier aus Camp Blindfort. Heute wieder zum Thema Hyundai i30N Projekt. Wir haben mehr oder weniger schon fast alle Teile fertig entwickelt und bekommen und fahren morgen eigentlich wieder nach Dresden. Müssen wir das Auto abgeben, ja, den dürfen wir nicht umbauen, und bekommen einen neuen in Babyblau. Richtig cool, freue ich mich. Ist ein bisschen auffällig, das Auto. Und den dürfen wir dann umbauen. Ja? Wenn das Auto fertig ist, machen wir hier schön so ein Hyundai-Treffen und vielleicht können wir das Auto für alle präsentieren. Und was neu ist, wir wechseln quasi von der Torpedo-Gruppe aus Dresden nach Chemnitz zum Autohaus Hirsch. Ist auch ein Hyundai-Autohaus und wir wechseln da. Warum? Eigentlich waren wir ziemlich gut zufrieden, aber unsere Kontaktperson ist quasi in einem anderen Autohaus gelandet. Deswegen folgen wir ihm, weil wir sonst keinen Ansprechpartner bei der Torpedo-Gruppe haben. Und der Kona geht auch weg morgen? Ja, und der Kona geht auch weg. Also ich muss eins sagen, ich bin von den Hyundai-Modellen, die ich bis jetzt gefahren bin, den Kona Elektro, den Kona Hybrid, haben wir selber für ein halbes Jahr gehabt, und den i30N. Top. Wirklich Preis-Leistung. Und ich weiß nicht, ich hätte das von einem halben Jahr mir nicht mal in meinem Kopf vorstellen können, ja, dass ich das sagen werde, aber ich finde die Marke Hyundai geil. Ja. Und ich glaube, man muss sich einfach nur von der Marke einfach überzeugen. Ja. Und zwar nicht sagen, ach nee, gefällt mir nicht, fahre ich nicht. Ich sag mal, der Kona, wo ich vor ein paar Monaten da stand, habe gedacht, der sieht nicht gut aus. Aber der fährt sich einmalig. Und mittlerweile, wenn man sich das Design so ein bisschen reinarbeitet oder mit anderem Auge guckt, ist er wirklich cool. Ja, natürlich mit fetter Limette, Whitebody geht besser. Das bauen wir sowieso. Ja, ich werde das Auto noch gleich scannen, bevor wir das morgen abgeben. Und ich denke mal, so bis Ende des Jahres sollte man vielleicht sogar auf der Motorshow in Essen, wenn die stattfindet. Ich denke mal, sollten wir auch schaffen, dass wir dem Kona auch so die fette Limette Extrembreitbau bauen. Oder behalten wir dann als Firmenwagen vielleicht. Weil ich bin so von dem Auto überzeugt, dass ich selber sage, ich werde einen Kona fahren. Ja, ist wirklich so. Jeden Tag Firmenwagen. Auto kostet wirklich ganz wenig. Wertverlust fast kaum. Auch bei dem i30N. Der Wertverlust nach 2 Jahren, ist fast so, ob du einen neuen Wagen kaufst oder gebraucht, das macht keinen Unterschied. Fast, wirklich. Also ich würde immer einen neuen kaufen, weil die Gebrauchten sind vom Preis her sehr, 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 sehr stabil. Ja, auf jeden Fall, morgen geht's weiter. Heute machen wir erstmal hier Kona scannen. Willst du es aufnehmen? Ja, ne? Können wir machen. Ja, dann können wir es begleiten, können wir reinschneiden. Irgendwann, wenn wir mit dem Projekt anfangen, dann können wir es reinschneiden. So, okay. Schönen guten Tag hier aus Dresden. Wir sind heute bei der Torpedo-Gruppe. Die 6 Monate Werbelaufzeit sind vorbei. Wir wechseln zu einem anderen Hyundai Autohaus, zu der Hirschgruppe nach Chemnitz. Da fahren wir gleich hin und holen unsere neue Hyundai Modelle. Und zwar, das wird ein i30N und ein Tucson. Deswegen lasst euch überraschen, wir fahren gleich hin. Ich sage in dem Sinne hier vielen Dank an die Torpedo-Gruppe für die Zusammenarbeit. Wirklich tolle Jungs, tolles Autohaus. Vielen Dank, und wir fahren jetzt nach Chemnitz. Komm. Vielen, vielen Dank. Ja. Vielen, vielen Dank. Also, herzlich willkommen. Wir sind im Chemnitz angekommen. Und das ist der Herr Hirsch. Hallo. Das ist der Tom. Hi. Den kennt ihr schon. Und jetzt kriegen wir die neuen Autos. So, Nummer 1.
Geil. Genau. Aber geil. Schon tief. Tiefer gelegt. Felgen. Ist immer ein bisschen zum Auto. Ja, ist ein N-Line. Also Tucson hat, beziehungsweise Hyundai hat ja auch eine sportliche Variante. Das ist im Moment dann die N-Line-Variante. Wir haben dem Fahrzeug jetzt noch ein Fahrwerk verbaut, also die H&R-Federn, um das alles noch ein bisschen abzurunden. Und ich denke, die Farbe lädt dazu ein, noch ein bisschen was am Auto zu verändern. Mhm. Und ein 2 Liter Diesel mit 185 PS, mit einer 48 Volt Anlage, also mit dem Mild Hybrid. Also heißt, da ist noch ein bisschen elektrische Unterstützung für einen kleinen Oberboost dabei. Und weitestgehend volle Ausstattung, lädt ein zum Spaß haben. Zeig mal. Sollen wir gucken? Ja, klar. Geiles Ding. Guck mal. Guck mal an die Sitze und so weiter. Auch ist das sehr alles? Alles. Ja, zu dieser N-Line hat man dann auch die sportlichen Sitze abgesetzt mit den roten Nähten. Auch perforiertes Lenkrad schön mit den roten Nähten. Ja, ich bin gleich. Ah, tschack. Goll. Schön. Ich habe mich an Hyundai so gewöhnt mittlerweile, dass ich wirklich. Ich könnte sogar Markenbotschafter werden, weil ich bin einfach von dem Auto oder von der Marke so überzeugt und so begeistert, hätte ich vor einem halben Jahr nie gedacht, wo das erste Mal der Tom hat uns überzeugt, einen Hyundai zu fahren. Und wir so, ja. Aber so genauso ging es mir 2016 auch. Ja? Ich bin dann auch vom deutschen Hersteller zu Hyundai gewechselt. Ich brauchte auch so meine 1-2 Anläufe, ehe ich das dann irgendwann habe. Und das 2016 war man ja noch nicht auf diesem Stand. Da kam mir dann noch erst später der N und so. Mhm. Aber auch da habe ich schon gemerkt, das geht in die richtige Richtung. Und wir werden noch immer weiterentwickeln und wird auch immer schöner werden. Und man merkt ja, die Kundschaft ist da. Ja, aber auch die ganzen Veranstaltungen. Ja? Hyundai lädt uns hier ein und da. Was die alles für die Kunden machen. Ja? Diese ja. Fahrsicherheitstrainings, was da angeboten wird. Ja? Am Nürburgring, am Bilsterberg und überall. Also ich bin ehrlich, ich bin noch nie von Audi, Mercedes, BMW, obwohl ich so viel ich sag mal, auch Werbung gemacht habe, bin noch nie eingeladen worden, auf irgendeine Rennstrecke zu fahren. Ja, ja? Das ist dann tatsächlich ein bisschen schade. Und Hyundai bietet das wirklich fast. Ja, du kannst das buchen als Kunde einfach. Ne? Du kannst als Kunde buchen. Ja. Aber vielleicht vertrauen sie einfach den Autos, dass sie das auch durchhalten. Das gut, auch garantietechnisch. Ne? Ich meine, die deutschen Hersteller, die geben so 2 Jahre, Zähne zusammenbeißen, 2 Jahre. Und ihr gebt ja für so ein Auto 5. Ohne Kilometerbegrenzung. Und dann noch mit dem Zusatz, man kann noch bis ins 8. Fahrzeugjahr verlängern. 8 Jahre. Bis ins 8. Fahrzeugjahr kann man noch verlängern. 8 Jahre. 8 Jahre Garantie. Also scheint jemand seiner Technik zu vertrauen. Ja gut, der das übernommen hat, der gute Herr bei Hyundai, ja. der ist nicht ganz ohne, ne? Nee, das ist schon ein krasser Typ, ne? Auf jeden Fall, ja. Ja. Schön, sehr schön, ich freue mich. Ich freue mich aufs Auto. Also auch die Farbe, ne? Das ist meine Lieblingsfarbe. Ja? Den i30N bekommen wir in so einem schönen Babyblau. Auch eine fette Farbe. Also für mich Babyblau oder Grau. Ja? So ein Grau, beides ist gut. Ja? Bei dem Tucson ist, glaube ich, Grau am besten. Ja. Ist das das Grau von dem alten Hyundai? Nein, das war heller, ne? Nein, das ist dasselbe. Ist das Shadow Grey, genau. Das ist genau das, was ihr bei dem anderen Hyundai auch hattet. Mhm. Schön. Ist das alles Serie? Oder habt ihr irgendwas, ich sag mal, getuned? Nur die Federn. Nur die Federn? Aber nur die Federn. Sonst alles, okay. Und sonst ist alles Serie. Cool. Zeig mal, wie es geht. Jo, groß. Ja. Was kostet das Auto? Ist er mal Serie? Also Serie, ist er mal so wie hier steht, kostet er 34.900 Euro. 34.000 neu? Quatsch. Ja. Krass. Ernsthaft? Ja. Boah. Ja, okay, das ja, ich denke, wir machen einen Kaufvertrag noch fertig. Das ist eine Ansage. Also wirklich, ja. Kostet wirklich 34.000? Ja. Das habe ich im ersten Jahr Wertverlust bei. Im deutschen Hersteller. Das stimmt. Die haben so viel verloren. Was halt Hyundai gut kann, sind die Nachlässe. Ne? Also vom Listenpreis zum ja. Verkaufspreis stecken immer große Nachlässe und somit ist dieser Wertverlust, den okay. andere Hersteller halt feiern, mhm. ist bei Hyundai nicht mehr so drastisch. Da geht das schon. Ja, deswegen, ich habe mich auch gewundert, zum Beispiel, was ein gebrauchter ich sag mal, i30N kostet, ja. was ein neuer kostet. Da denke ich mal, naja, da kaufe ich lieber einen neuen, mhm. zahle ich lieber die 4.000 Euro drauf. Man, ja, kann da ein bisschen von Wertstabilität sprechen, aber ja. aufgrund dieser hohen Nachlässe klar am Anfang. Also da kann man immer so viel Verlust. Krass. Also ich finde,
ehrlich jetzt, ohne dass ich hier bin, hier mit Dom, ich finde das Auto krass. 34.000 ist das eine Ansage. Guck mal, wie fett das Ding aussieht. Mega. Ja. Das Einzige, was der Tom vergessen hat, ist das Logo in schwarz. Aber das machen wir noch schwarz. Dürfen wir das? War gerade nicht lieferbar. Sonst hättest du ja gar nichts mehr zu tun. Doch, doch, doch. Wie heißt der, was sagt der Melzer immer? Hauptwort ist Whitebody. Auf jeden Fall geiles Auto, wirklich. Und sollen wir es hier reinschneiden oder sollen wir ein Konzept-Extra-Video machen? Machen wir ein Extra-Video. Ich glaube, das wird zu lang. Wir ja, also, wird zu lang. Meine Zuschauer gucken ganz lange. Habe ich schon ganz viele Nachrichten bekommen auch, dass wirklich die Leute wirklich sehr, sehr, sehr lange die Videos gucken. Ja, auch die Statistik zeigt von YouTube, dass die Videos wirklich fast bis Ende geguckt werden. Also sehr gute Ergebnisse. Vielen lieben Dank. Ja. So, Tom, was machen wir? Denk mal an Carbon. 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 Und dann ja, ab nach Hause. Ne, wir gehen heute essen. Gehen essen. Im Chemnitz. Apropos Chemnitz. Ja, warum bin ich eigentlich hier? Weil ich hier mehr oder weniger aufgewachsen bin, ja. Ja, das klingt komisch, Belzec, der Wessi aus Osten, der Pole, weißt du, ich war schon überall auf der Welt. Ja, meine Familie kommt aus Thalheim, ja, wie die ostdeutschen Zuschauer hier. Meine Familie kommt aus Thalheim und wir waren sehr oft hier in Chemnitz Eis essen. In Thalheim gab es keinen Heißdiener, deswegen waren wir hier. Ich guck mal, wie die sich fahren. Der alte war nicht tiefergelegt, ne? Der neue ist tiefergelegt. Bin gespannt, wir werden berichten. Auch über die H&R-Federn. Beide Autos haben H&R-Federn? Ja. Okay. Ja. Schöne Grüße an Christian, an Janik und das ganze H&R-Team. Wir testen eure Federn. So, gehen wir essen? Gehen wir essen. Gehen wir ins Hotel, einmal duschen und dann gehen wir essen. Lecker.